Hallo Zwergenfreunde, willkommen zu meinem kleinen Nebenprojekt, und zwar zu Trine. Ja, kurze Erklärung, was Trine ist. Trine ist ein Side-Scroll-Plattformer-Rollenspiel, und ja, sowas gibt es wirklich für die, die es nicht glauben. Ja, deswegen wird das jetzt ein kleines Nebenprojekt von mir, weil ich Trine eigentlich ziemlich nett finde. Also es wird kein großes Projekt, weil Trine kein sehr langes Spiel ist eigentlich. Aber es rentiert sich auf jeden Fall. Okay, von der Story will ich nichts vorwegnehmen. Es ist ein bisschen lustig, das Spiel, aber auch ziemlich interessant von der Story her. Deswegen beginnen wir ein neues Spiel. Wie man sehen kann, ich habe bereits das Spiel schon mal durchgespielt, also wird es kein Blindspiel. Aber das muss es auch gar nicht, um seinen Charme zu haben. Also beginnen wir auf dem neuen Speicherplatz, leer, und gehen ins Intro. Schwierigkeitsgrad Mittel, das habe ich vergessen, aber jetzt müsste es ins Intro gehen. Es war einmal in einem weit entfernten Land ein blühendes Königreich. Aber Friede würde nur so lang währen, der alte König verstarb. Und ohne einen Nachfolger für den Thron verfiel das Königreich ins Chaos. Gierig nach Macht waren Krieger als auch Zauberer. Neue Könige erschienen, um am nächsten Tag wieder zu fallen. Aber der Wahnsinn der Menschen wurde schon bald von einer finsteren Macht überschattet. Die Magie, die einst Leben und Glück brachte, verwandelte sich in etwas Unheilvolles. Einer nach dem anderen, Grab für Grab, begannen die Toten wieder aufzuerstehen und sich von der Energie zu ernähren, die Nacht für Nacht stärker wurde. Angst ging um im Königreich und es war schon bald herrenlos. Allerdings sollte etwas geschehen, was den Lauf der Geschichte ändern sollte. Am Rande des Königreiches, nahe der Astralakademie, führte eine Diebin ihren gerissenen Plan aus. Sie hatte von einem antiken Gegenstand von unglaublichem Wert gehört. Die Astralakademie, ihrem Schicksal überlassen im Angesicht schrecklicher Feinde, hatte niemanden, um den Schatz zu schützen. Die Zeit war gekommen. Ja, und damit geht's auch los. Also, wie man im Vorspann schon gesehen hat, die Untoten kommen und wir müssen das wohl verhindern. Und starten jetzt ins erste Level. Alles war perfekt. Sie hatte den Weg zum Schloss geschafft und würde nun bald den Schatz, den sie so sehr begehrte, in den Händen halten. Ja, und wir steuern jetzt erst einmal die Diebin. Mit WASD können wir uns bewegen, können uns ducken und können hier rüber hüpfen. Ja, das hier ist das erste Tutorial-Level sozusagen. Also wenn wir irgendwo runterfallen, ist das jetzt noch nicht so schlimm, noch nicht so tragisch. Wir sterben nicht. Wir können einfach weiterhüpfen und hier über die Kette laufen. Die Diebin ist ziemlich ziemlich geschickt bei sowas. Und eine ihrer besonderen Fähigkeiten ist der Enterhaken, mit dem sie sich einfach irgendwo rüberschwingen kann. Moment, das muss ich jetzt gerade nochmal, es ist ein bisschen her, dass ich Trine gespielt habe, die nochmal kurz an die Steuerung gewöhnen. An den Enterhaken, jupp. Ah, ging eigentlich relativ fix. So, und da geht hinter uns die Tür zu. Und wir wären fast von einer Falle erwischt worden. Und jetzt sind wir hier eingesperrt und müssen mit dem Enterhaken hier drüber springen. So. Das sieht auch so aus, als ob es gleich runterkracht, genau. Der sanfte Mond lächelte die Diebin an, als sie auf den Schrein des antiken Schatzes zuging. Seltsamerweise erlaubten ihr die beschützenden Zauber des Schreins, unbeschadet einzutreten. Ja, die Umgebung hier sieht schön aus, nicht? Und wir begeben uns zu einem Riesenhaufen Gold. Und einer Schatztruhe, die wir mit E öffnen können. Ich habe ihn. Als die Diebin den Schatz berührt, ergreift sie ein kribbelndes Gefühl. Die Diebin würde bald entdecken, dass das Schicksal sie ergriffen hatte. Unbemerkt von der Diebin wachte ein Zauberer gerade auf.
Er hatte einen Blick durch das Fernglas geworfen und die schreckliche Armee des Todes gesehen. Er war versessen darauf, nicht zu sterben. Bei meinem Hut, ich muss entkommen! Er hatte die Sterne studiert und alles getan, um den schweren Feuerballzauber zu erlernen, welchen jeder Zauberer kennen muss. Natürlich war das eine Lüge. Der Zauberer hatte einen gewissen Ruf bei den Frauen. In Wirklichkeit hatte er versucht, einen gefälschten Feuerballtrank herzustellen, der Frauen beeindrucken und seinen Status verbessern sollte. Dies misslang und verursachte einen zweiwöchigen Schlaf. Ja, er wirkt, der Zauberer hier, den wir jetzt steuern, wirkt auf den ersten Blick tollpatschig. Aber wir werden im Laufe des Spiels merken, dass er gar nicht mal so schwach ist, sondern eigentlich seine eigene Art der Macht besitzt, auch wenn er keinen Feuerball zaubern kann. Ja, genau, und zwar lernen wir das gleich mal hier. Er kann nämlich mit der rechten Maustaste, also wenn wir die rechte Maustaste benutzen, Telekinese wirken. Ja. Damit können wir diese grünen Erfahrungstränke runterstoßen und einsammeln. Und immer wenn wir 50 Stück davon haben, kriegen wir ein Level up. So wie diesen Erfahrungstrank hier drüben. Genau. Und dann können wir hier noch mit der Kiste die Brücke aufmachen und den blauen Mana-Trank hier runterstoßen. Weil, wie man sehen kann, der Magier verfügt über Mana, was ihm ausgeht, wenn er hier rumzaubert. So. Und das regeneriert sich auch leider nicht von selber. Ja, jetzt können wir hier Kisten zeichnen. Na, die war zu klein, da müssen wir eine größere zeichnen. Und zwar können wir leider am Anfang immer nur eine Kiste haben. Aber das reicht erstmal. Wir können so hier hoch und diese kleine Rätseleinlage hier unsere erste lösen. Und ja, Rätsel gibt es immer wieder hier in dem Spiel, wo man mit den verschiedenen Charakteren, die man nachher hat, Rätsel lösen muss. So. Jetzt müssen wir gleichzeitig mit beide Tasten hier betätigen, dann geht die Tür auf. Sehr gut. Der Zauberer sah in ein schimmerndes Licht am Schrein. Niemand war jahrhundertelang in der Lage, dem Schrein aufgrund antiker Magie nahe zu kommen, die den unbekannten Inhalt beschützte. Ja. Die Diebin ist ja schon am Schrein und jetzt begibt sich auch der Magier dorthin. Sieht mal hier, das sieht schon ziemlich schick aus für ein Sidescrolling geben, die ganze Umgebung. Mein Liebling, warum so ein leidvoller Blick auf einem so hübschen Gesicht? Was hältst du in den Händen? Wie bist du hergekommen? Der Zauberer berührte die Hand der Diebin und dann den Gegenstand. Seine Hand steckte fest. Was für ein Trick ist das? Ausnahmsweise war der Zauberer mehr an der Magie als an allem anderen interessiert. Er hatte ebenso Angst um sein Leben. Aber jemand war in der Nähe, der eine Herausforderung begrüßte. Am anderen Ende der Astralakademie hatte ein Ritter seine Fähigkeiten trainiert, um die Untoten zu bekämpfen und sich würdig zu erweisen, der Armee des Königs beizutreten. Unter uns, er verstand nicht so richtig, was Untote waren. Aber dies war seine Chance, der mutigste aller Ritter zu sein. Der Ritter spürte seine Aufgabe, die Astralakademie in dieser Zeit der Verzweiflung zu beschützen. Er hielt Ausschau nach allem Ungewöhnlichen. Ja, und jetzt steuern wir den Ritter. Der, wie der Sprecher schon sagte, der Erzähler nicht gerade helle ist, aber dafür ziemlich stark. Und gut gepanzert. So. Hier unten ist noch so eine Erfahrungsampulle. Und dann kann er mal hier die Bretter einschlagen. Gut.
Hier unten war noch mehr. Na komm her. So. Und die da oben holen wir uns auch noch. Ja, der Ritter haut wirklich alles kurz und klein. Gut. Damit haben wir wohl die ersten 10 Ampullen. Und mit der rechten Maustaste können wir mit dem Schild blocken, was der Ritter besitzt. Oh, was ist das? Und ja, uns fallen alle möglichen Sachen auf den Kopf. Die Steinhand da diesmal zum Glück nicht. Oh, was passiert hier? Alles stürzt ein. Und wir müssen mit dem Schild aufpassen, dass uns nichts auf den Kopf fliegt. Sah ein schwaches Licht vom uralten Schrein kommen. Könnte da etwa ein Dieb sein? War dies der Ehrentag des Ritters? Er hatte sich geschworen, den Schrein und die Akademie zu beschützen. Nichts könnte ihm den Weg versperren. Ja, der edle Ritter. Ohne Verstand. Er rennt jetzt auch auf den Schrein zu, wo der Magier und die Diebin bereits warten. Genau. Was ist hier los? Der Ritter kam näher und langte mit einem festen Griff nach der dritten Seite des Gegenstandes, wie nur ein mächtiger Krieger es tun kann. Oh nein, das verheißt nichts Gutes. Was verheißt nichts Gutes? Ein Lichtblitz erschien und der Zauberer, die Diebin und der Ritter verschwanden einfach. Unsere Helden waren von dem Effekt des mysteriösen Gegenstandes überwältigt. Der Zauberer versuchte sich an alles, was er über den Schrein und das Artefakt gelernt hatte, zu erinnern. Seine Gedanken rasten durch altertümliche Geschichten und Legenden. Schließlich erinnerte sich der Zauberer. Der Schatz, der antike Gegenstand, war etwas, das Seelen miteinander verbinden konnte. Wie es funktionierte, wusste er nicht. Aber er wusste, dass es mit der Legende des Hüters, dessen sterbliche Überreste in den Katakomben tief unter der Astralakademie begraben wurden, zusammenhing. Das Grab befand sich direkt unter dem Schrein. So, damit... Der Zauberer konnte es nicht erklären. Aber er war sich sicher, dass der Gegenstand Trine genannt wurde. Dem Ritter war es egal. Ein dringenderes Anliegen lag ihm auf der Seele. Das finden wir gleich heraus, was das für ein dringendes Anliegen ist. Aber ja, wir haben schon bald das Tutorial-Level abgeschlossen und kommen jetzt ins richtige Spiel. Dann wollen wir mal. Es ist Ihre Schuld! Wir müssen Sie in Verwahrung nehmen! Sie hat den Schatz des Königs gestohlen! Hast du ein Wort verstanden von dem, was ich gesagt habe? Es ist kein Schatz. Es ist ein antiker Gegenstand, der Trine. Ich glaube, er hat unsere Seelen verbunden. Wir kleben zusammen. Aber sie... Die Diebin schwieg. Sie wartete auf den rechten Moment zur Flucht. Hoffentlich mit Schatz und ohne die beiden Narren. Ich denke, ich weiß, wie wir das Gerät zu unseren Gunsten nutzen können. Ja. Und zwar können wir jetzt mit den Tasten 1, 2 und 3 unseren Charakter wechseln. Und zwar je nachdem, wie wir ihn brauchen. Okay, bleiben wir jetzt erst einmal beim Krieger. Denn wir sind jetzt im wunderschönen Hof der Astralakademie angekommen. Okay, da geht's schon mal nicht durch. Dann gehen wir mal hier hoch. So. Sammeln noch eine Ampulle ein. Und da die nächste. Und da kommt auch schon... Die machen mir keine Angst. Und da kommt auch schon unser erster Gegner. Ja. Naja. Ich dachte, ich könnte gleich mal von Anfang an etwas zeigen. Und zwar, wie ich eine Kiste auf einen Gegner fallen lasse. Naja, schwingen wir mal. Mit Schwingen können wir nämlich Gegner auch töten. Genauso. Wo bin ich da nur reingeraten? Wir müssen nun nach einem Weg suchen, den Zauber umzukehren, um die Magie zu widerrufen.
Das Grab des Hüters in den Katakomben hat vielleicht die Antwort. Es ist nicht weit entfernt. Und ja, mit der Diebin können wir mit dem Bogen schießen. Fallschaden gibt es zum Glück nicht. Aber hier kommen wir nur mit unserem Krieger rein. Und hier hoch kommen wir nicht ohne Diebin. Na, das war nicht gut. So, jetzt müssten wir aber da hochkommen. Genau. Und da ist schon unser erster gegnerischer Bogenschütze. Aber da will uns erstmal ein anderes Skelett an die Kurbel. So. Komm. Gut. Und den können wir auch gleich ausschalten. Gut. Und ich denke mal, bevor wir jetzt hier weitermachen, mache ich kurz einen Cut. Bis gleich.